Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 9. Herzlich willkommen heute zu einem neuen Video und zwar heute mal den Jesus Glitch, den ich heute euch zeigen möchte. Und zwar hat mir der YouTuber Ice, oder ich weiß gar nicht, ob er einen YouTube-Kanal hat. Auf jeden Fall weiß ich, dass er einen PS3-Namen hat und zwar Ice-T13 heißt er. Ich werde ihn nochmal in die Videobeschreibung packen. Den Ice-T13. Und dann werden wir mal gucken. So, Jesus-Glitch. Was ist das eigentlich? Ja, das ist eigentlich nichts anderes, als zum Beispiel über Wasser zu laufen, wie Jesus Christus. So, und das zeige ich euch heute mal, wie das funktioniert. Und dafür müsst ihr natürlich erstmal zum Heli-Landeplatz. Wer hätte das gedacht? Und ihr braucht eine Knarre. Und der Jesus-Glitch, der funktioniert wunderbar, einwandfrei. Und dafür müsst ihr einfach nur an die Heli-Station gehen. Euch hier anlehnen. Die Waffe auspacken. Bis dahin sich anlehnen, bis nichts mehr geht. Schnell die Waffe zücken. Und dann gibt es einen kleinen Rückstoß von der Waffe. Und dieser Rückstoß ist ein gutes Zeichen, weil jetzt gehst du in die Hocke. Und läufst auf das Wasser. Und es ist fertig. Das war's. Jetzt bist du Jesus Christus. Und hier sind noch ein paar Leute drin. GTA 5 Bay ist drin. Und nochmal danke für Ice-T13. Für diesen tollen Glitch, den du mir hier gezeigt hast. Finde ich richtig cool. Und jetzt könnte man natürlich theoretisch, wenn man Lust hätte, bis nach vorne laufen. Und die Leute würden denken, ich wäre ein Hacker. Aber ich bin kein Hacker. Solche Glitches gibt es überall. Es gibt noch bestimmt Tausende. Na gut, Tausende ist ein bisschen übertrieben. Aber es gibt bestimmt noch hunderte Glitches, die noch gar nicht entdeckt wurden. Ne? Und die muss man entdecken. Und wenn ihr einen Glitch habt, könnt ihr mir gerne mal sagen... Sagt's mir einfach mal. Ihr könnt mir, wenn ihr WhatsApp habt, kann ich euch auch gerne annehmen. Und dann können wir mal, können wir mal ein bisschen labern. So, also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer JudoGamescom auf der PlayStation 3. Und ciao. Und danke Ice-T13 für diesen Glitch.